C-Metall. Ach, aus der Mod-Psi? Ja. C-Metall? Weil, oder? PSI-Metall halt. PSI, so. Genau. Weil ich weiß, dass in einem anderen Projekt ich hinterher nur so welche Waffen hergestellt habe, bis die Mod rauskam. CO2, ganz kurz. Du hast mir doch diese Medium Storage gegeben. Ich habe an meine Compressed Sieves halt jeweils eine angeschlossen, also an drei Sieves eine. Die sind voll? Komplett randvoll und die Sieves laufen über. Oh. Ja, crafte dir einen Power Round, Shell Import, Void Crystals, ja. Ich gehe dann erstmal bestimmt aufs ME. Ne, wobei ich muss erstmal den Generator hier. Oh Gott, ich habe da einiges vor. Ja, gut. Also ich war jetzt gerade kurz Geld abheben und hab so auf den Rücken gedacht, du hast heute noch nichts Vernünftiges gegessen. Du könntest ja im Netto dir was Vernünftiges jetzt holen. Lauf so zum Netto und seh so, oh. Der Bäcker neben dem Netto hat zugemacht. Oh, da ist jetzt ein Dönermann drin, der hier vorhin in der Ecke noch nicht war. Ich probiere den Dönermann aus. Und? Ja, warum nicht? Also, Preis und Geschmack her in Ordnung. Haben halt nur, ich hatte jetzt nur ein bisschen längere Wartezeit. Inwiefern Preis in Ordnung? Also, für den Geschmack und die Größe finde ich den Preis komplett in Ordnung. Ich habe irgendwie Lackmajum, Pommes und zwei Pommes Döner für 10 Euro zusammengekriegt. Das geht. Vor allem das Beste bei dem Pommes Döner ist, es waren so gesehen eigentlich vier. Weil sie haben zwei verschiedene Arten von Pommes Döner. Pommes Döner mit. Was ist ein Pommes Döner? Pommes und Dönerfleisch. Ach so. Okay. Es ist halt ganz. Sie haben zwei verschiedene Arten davon, nämlich einmal mit und einmal ohne Salat. Und die ohne Salat sind in größeren Behältern und denen sind die großen Behälter ausgegangen. Was haben sie also gemacht? Mir einfach pro Pommes-Döner zwei kleine Behälter gegeben. Ja, das ist dann, wenn die noch randvoll waren, ist das eigentlich auf jeden Fall okay. Ja. Ich würde. Haben gut geschmeckt, ich bin zufrieden. Fuck. Ich habe Cheeseburger gefordert heute zum Abendbrot. Ich hatte die Wahl zwischen den Dönermann ausprobieren und in Netto reingehen, dir die Fertigburger holen. Die gab's heute bei mir. Allerdings, ich habe mir da nochmal ordentlich Hamburger-Soße drauf geknallt, Ketchup, Sweet Chili Sauce, Paprika. Ich verstehe gerade kein Wort, weil ich am Joinen bin. Warte kurz mit der Story. Ein Dirtblock fehlt, ey, ernsthaft. Okay, ich glaube, jetzt höre ich dich wieder vernünftig. Bei mir gab es heute Opus, die Fertigburger aus dem Netto zum Abendessen. Hm. Aber ich habe die mir halt noch verfeinert mit Ketchup, Sweet Chili Sauce und Hamburger Soße und dann noch Knochigürkchen und Paprika drauf geschnibbelt. Und ja, ich bin satt. Das war meine einzige Mahlzeit heute. Ich nehme da am liebsten immer die Royal-Dinger, also diese, ich nenne sie McRib-Verschnitte. Diese Riesenteile? Nein, nicht die Riesenteile, die, mit Barbecue-Soße. Achso. Mäßig. Ja, ne, ich nehme mir die normalen, ist bei uns jetzt vom Preis her schon ganz schön gestiegen, also die haben so 50 Cent angehoben, so ein Doppelpacken. Kam vorher 1,99, jetzt kosten sie 2,49, also das ist schon ganz schön happig geworden. Okay. Pascal, ich muss dich gleich mal enttäuschen. Hm. Die ist mit Tinkers nicht kompatibel. Oh. Ach, jetzt wäre auch ein bisschen zu stark gewesen. Ich erinnere mich noch an den einen Rapier, den ich mal hatte. Was? Rapiere, die 10 Schaden machen und Armor ignorieren. Wait. Ja. So ohne welche Rapiere. Mit Quarz drauf. Mit ein bisschen Quarz drauf. Nicht viel. Irgendwie einmal komplett Quarz. Das sind irgendwie 64 Quarz, die ich nur draufgehauen habe. Wenn es weiter nichts ist.
die haben bei unseren jetzigen Rapieren haben die für einen Damage-Erhöhung gesorgt oder zwei. Belassen wir es dabei. Wie viel Schaden macht dein Rapier? 4,3. Den Diamanten abziehen. 5. Ich habe mit einmal komplett Quarz drauf, habe ich bei meinem 0,9 mehr Schaden als du. Okay. Ein Dia macht in der Regel einen Schaden mehr. Beim Rapier. Warum hat den hier? Ist die Ofen zu klein? Die Schmelze? Größer. Ja? Also, ich meine jetzt in die Breite. Das ist in Ordnung, aber größer, nach oben hin. Gut. Wir schmelzen jetzt standardmäßig in Blöcken. Okay, wir haben auch 1200 Blöcke drin. Das Ding ist noch nicht voll. Hab ich mich erschrocken, ey. Du brauchst noch, die schmeiß ich jetzt ja. Runter. So, wo war ich? Ich hab nur ein Stack von dem doppelkompressten Stein genommen. Das sollte reichen. 1, 2, 3, 4, 1 noch. 5. Ja, Melvin kommt dann später auch dazu, der ist, dass wir RP machen. Mhm. Ich hab ihm aber gesagt, da soll ich was einfallen lassen für Tyrox. Tyrox, seine Insel ist heute dran. Mit verbessern oder trollen? Trollen. Sowohl als auch. Ich hab ne Idee. Ich brauche mehr für den Blöcken. Für Gold haben wir noch mehr als genug. Massig. So, die Schmiede wird das geschmelzen. Die Schmiede wird jetzt erstmal nicht mehr vergrößert. Wieso? Alter, nicht? Ich habe gerade 4 oder 5, 6 Gold da reingehauen. Und? Okay. Das ist nichts. Pascal, das wird dann gleich wie halt so kleiner Goldstreifen da oben. Tauchen. Außerdem sind da noch 13 Blöcke Gold drin. Soll ich mal mein ganzes Gold zusammenschmelzen? Ich komme bestimmt auf 2 Stacks Blöcke. Can't be molten. Blöcke. Meine Farbe läuft halt gerade. Okay, gerade eben nicht. Ich habe sie ausgeschaltet. Ich brauche erstmal einen größeren Generator. Wieso kann es nicht geschmolzen werden? Es ist ein Anzeigefehler. Achso. Wir bauen einfach Tyrox seine Insel in der Colossal Chest ein. Oh, wow. Das ist eine geile Idee. Ich weiß nur nicht, ob es klappt. Ich teste das eben erstmal aus, bevor wir... Ja, mach das. Weil Melvin muss auf jeden Fall dabei sein. Passt die in eine Colossal Chest? 16 Mal, im Notfall teilen wir seine Insel. Im Notfall bauen wir einfach nur einen Teil seiner Insel darin ein. Na, ganz oder gar nicht. Genau. Meine Kinder schon wieder. Ich könnte die auf den Mond schießen. Der schwirrt doch hier auch irgendwo rum dort. Aber nicht nur die, auch meine Ex. Die hört man natürlich auch lautstark. Also ich zum Glück nicht. Ja, ich auch. Aber an der Aufnahme werde ich es auf jeden Fall. Nein, machen. Man kann nichts drin einbauen, verdammt. Dann bauen wir halt so aus Blöcken einfach eine große Kiste. Das geht doch auch. Ich brauche mal eben eine Chest. Ja, so eine Goldchest reicht vollkommen aus. Mehr ist er uns nicht wert.
Warte, gibt's noch was Größeres als Gold? Dia. Obsidian. Aber so eine durchsichtige Dia-Kiste wäre natürlich unschlecht. Nee, Crystal Chests nicht. Die ziehen stark an Server-Performance. Ich meine jetzt nicht eine richtige Kiste, sondern wir bauen die aus Blöcken, also aus Glas- und Dia-Blöcken, beziehungsweise Blöcken, die aussehen wie Dia-Blöcke. Okay, hast du gerade dieselbe Idee gehabt wie ich? Ich fange jetzt gerade an mit Chisel. Das ist doch mal eine geile Sache. Ich guck gerade. Also Glas kann ich beisteuern. Ich habe hier mehrere Stacks Sand, die muss ich noch durchbrennen. Kann ich so. Lol, ich kann dir Glas in der Schmelze machen. Gut. Man kann Glas in der Schmelze machen? Ja. Einfach Sand rein und das wird dann zu Glas geformt. Muss ich kurz die hier ausschalten. Gut sein. Wir haben. Ne, aber das ist so ein richtig durchsichtiges Glas, da siehst du keine Ränder zwischendrin bei den Blöcken. Beim Gechiselten so nicht. Ich stell jetzt her. Du stellst das Glas her, wer den Rest. Genau, meine Schmelze fühlt sich sonst hier irgendwie nutzlos. Lass mal ganz Gold hier rausholen. Meine Fresse. Das ist viel. Kann ich die Schmelze wirklich nicht größer machen, Pascal? Von mir aus kannst du sie auch größer machen. Gut. Das reizt mich nicht. Das brauche ich. 1, 2, 3. So, ich habe jetzt eine Crystal-Chest hergestellt, um mal zu gucken, was wir so brauchen. Das ist eine Crystal Chest. Mhm. Meinst du, das sieht. Ja, das können wir benutzen, aber nicht für. 1, 2, 3, oh, nicht genau aus. Oh, scheiß Viecher hier unten. Hier, Alter. Nehm das einfach eben auf, dann wird's alles reingesammelt. Ist auf 1 Stack und dann müssen wir nur noch 1 Stack plus das Ding droppen. 1, 2, 3. Genau. Dann kommen da oben die Dinger drauf, der Rest wird mit Blöcken versehen. Ich brauche Wasser. Oh, hast du jetzt alle? Naja, nicht ganz. Jetzt habe ich alles. Davon schenken wir noch mal ein paar Blöcke her. Das sind Dia-Blöcke? Nein, Pyranid. Ich dachte gerade schon, wo hat der Typ die Dia-Blöcke her? So, was? Jetzt brauchen wir aber noch einen dunkleren Block. Was? Ja, der ist zu dunkel. Ja, der hat die perfekte Farbe. Fackeln hab ich ja hier unten aus dem Rohrni. Kannst du Tarek sein Gebiet schon mal einen Claim dafür? Ja, da muss ich gleich zu dem in die Nähe gehen, weil der außerhalb der Range ist. Mach ich gleich sofort. So, alles weg. Alles weg. Also es ist unclaimed. Ja, auf der Journey Map wurde es nicht angezeigt.
Und Glas kommst du dir dann einfach bei mir hier rausholen? Mhm. Das haut gerade durch. Ah, der Block, der sieht, ist zwar nicht perfekt, aber er sieht gut aus dafür. Die Kiste muss ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Doch, sie muss alle Schönheitswettbewerbe gewinnen. Ja gut, ausnahmsweise. Aber vor allem mit der verseuchten Erde da drin, das spawnen dann auch erstmal richtig schön Mobs. Das wird dann lustig werden. Wollen wir doch hoffen. So, jetzt brauche ich erstmal was zu essen. So. Ich brauche noch mehr Reaktorblöcke. Auch Hilfsblöcke. Ach hier. Das und sowas. Redstone, Gold, Eisen. Die Kiste muss aber nicht symmetrisch groß sein, oder? Nö. Oh, gut. Ja gut, den Rest mache ich dann in der nächsten Folge weiter. Mhm.